Moin meine Tube und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Opening und heute öffnen wir ein Display von Return of the Duelist. What? Das ist Retro? Leute, ich glaube, wir müssen mal reden. Als wir angefangen haben mit dem Kanal 2013, haben wir alles, was 2009 und vorher war, als Retro angesehen. Vielleicht auch 2008, ich weiß es nicht, schon lange her. Dann haben wir irgendwann mal upgedatet auf 2010 wenigstens. Und ja, das ist jetzt längere Zeit so geblieben. Ihr wisst schon, dass Sechstel jetzt mittlerweile die neuesten Sets aus 2014 7 Jahre her sind. Ja, das war eine große Zeitspanne. Es sind mittlerweile auch 2,5 Animes oder 3 Animes jetzt danach rausgekommen. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, es wird langsam mal eine Zeit, dass wir alles, was in der Sechstelzeit rausgekommen ist, jetzt auch künftig, wenn wir ein Opening dazu machen, als Retro betiteln. Sprich, alles, was vor dem Starterdeck Arc 5 rausgekommen ist, 2011 bis 2014, alles, was in Sechstel rausgekommen ist, ist jetzt ab jetzt auch Retro-Opening. Daher nicht verwirrt sein, wenn ich das so nenne. Ich weiß, mir tut es auch weh, weil ich zu der damaligen Zeit angefangen habe, aber man wird halt älter, die Zeit geht halt weiter voran und man muss halt irgendwann mal, ne, auch mal in die Vergangenheit blicken und sehen, hey, ne, du bist schon ein bisschen länger her. Ne? Ihr könnt nicht die ganze Zeit in der Vergangenheit schwelgen. Wir müssen auch den nächsten Schritt tun. Und deswegen, ne, gucken wir mal, was wir aus diesem Display ziehen können. Bisher haben wir ja sehr interessant aus diesen ganzen Einkäufen, die wir gemacht hatten von das Cosmo Blazer, Abyss Rising, haben wir sehr coole Pulse gehabt, alles aus der sechsten Zeit. Ich bin gespannt, ob Return of the Duelist uns das gleiche bereithält. Vielleicht ziehen wir eine Ghost, vielleicht eine Ulti. Wer weiß, ich werde euch auch nochmal einmal das Video verlinken, wo wir das Display uns geholt haben. Es ist ja schon etwas länger her, dass wir das uns geholt haben, dass wir ein bisschen länger hinten marinieren lassen. Und ich will sagen, wir steigen ein und gucken rein, was wir daraus ziehen können. So, ich freue mich schon richtig. Ah, das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit der neuen Ausrüstung hier auch mal ein normales Opening mache. Return of the Duelist. Bin gespannt. Was erwarten wir wieder? Die Standardverteilung halt. 4 bis 5 Supers. 2 Ultras, eine Secret und vielleicht eine Ulti-Ghost oder beides oder gar nichts davon. Das passiert uns ja auch gerne mal, dass wir nichts ziehen. Da sind immer die ganz glücklichen Pulls. So. Ah, First Edition, English. So, waren das jetzt eigentlich Amis gewesen? Ja, das sind wieder Amis. Das heißt, wir werden wieder hoffentlich richtig schön viel Glück haben damit mit den Packs. So, schöne, coole Ami-Packs. Ich will die einmal anriechen, weil die schon noch aus 2012 sind. Mal kurz smellen. Oh, boah, ups, aber definitiv nicht der Oldschool-Geruch. Oh, ich fahre schon wieder ganz anders. Xyz, Soul, Medoshi, Mewfuel, Galaxy's Queen's Light, Chronomaly Technology, Kamera will sie fokussieren, Revival Golem als Rare, dann haben wir als Super Rare Rebound. Geht gleich los mit einer Super Rare. War das irgendwie ein, ich dachte immer, das wäre irgendwie so eine Psychic, Counter-Trap. Nee. Okay, ich glaube, die habe ich hier noch gar nicht bei mir im Besitz. Mit Doshi, Apple, Damage Mage und Heroic Chance. Revival Golem packen wir mal dahin. Und dann schnappen wir uns das nächste Pack. Oh, Uniflora, Mystical Beast of the Forest. Sehr gutes Monster. Heroic Retribution Sword. Chronomaly, Moai. Ninjutsu Art of Shadow Sealing, Dust Knight. Fokus will heute gar nicht. Hallöchen. Und dann haben wir Chronomaly, Golden Jet, Catapult Zone, Medoshi, Apple und mit Spellbook of Power. Ja, wie gesagt, neues Equipment. Da müssen wir uns auch noch mal ein bisschen einarbeiten und gucken, wie es genau läuft. Zum Glück habe ich jetzt diesmal einen größeren Bildschirm hier mit am Start, sodass ich auch alles live sehen kann, was schief läuft. Impenetrable Attack, Overlay Region, Light Ramador, Trance the Magic Swordsman. A peculiar magician with considerable ability. Supposedly he's just returned from a trip to outer space. Spellbook Library of the Crescent als Rare. Und dann haben wir, ist das eine Ulti oder ist das eine Ultra? Das ist die Ultra. Silver Sentinel. Sehr interessantes Monster-Zauberkarte, so vor Gänger zusammen mit dem Toy Magician von Pendulum Kappa. Ich fand ihn immer sehr, sehr cool. Schade, dass er nie wirklich Play gefunden hat. Wow, das geht ja richtig los, Alter. 3 Packs, erstmal Ultra und Super Rare. Richtig schnell hier, richtig gut. Heroic Challenger Spartan, Medoshi Waltz und Goblin Marauding Squad. Ist
Sparebook Library of the Crest hat auch eine beliebte Karte gewesen im Sparebook Deck, vor allem als Judgment rauskam. Je mehr Sparebooks man im Deck hatte, desto besser, die man resolven konnte durch den ersten Turn. Overlay Region. Block Golem, Strength of Prophecy, Generation Force, Gear Arsenal als Rare. Dann haben wir Chronomaly, Pyramid Eye Tablet, Charioteer of Prophecy, Three of a Kind und Gear Accelerator. Heroic Challenger Warhammer. Strength of Prophecy, Light Ray Mador, Madoshi Chateau, Mahanda als Rare und dann haben wir Lucky Punch, Charioteer of Prophecy, Stonehenge Methods und Heroic Challenger Sword Shield. Ich habe mal kurz was umgestellt, was den Fokus angeht. Mal sehen, ob das hilft. Da muss ich mich echt noch einarbeiten in den ganzen Kram. So. Madoshi Mewfuel, Galaxy Queen's Light, Xyz Soul, Chronomaly, Mayan Machine, Emai Ruka als Rare und dann haben wir Gagaga Rush, Madoshi Walls, Atlantean the Tech Squad und Heroic Challenger Sword Shield. Oh, das geht, sieht auf jeden Fall schon mal hier besser aus in der Vorschau. ja, damals hier in dem Set halt Getriebe herausgekommen. Ein sehr gutes Deck, was im Jahr 2014 schöne Renaissance gefeiert hat als Meta-Deck. Und natürlich die Spellbooks, die halt 2013 halt mit Lord of Detection Galaxy und Spellbook of Judgment halt Meta wurden. Und interessante Themendecks von den bei Heroic Challengers, da haben wir ja unter anderem halt einmal ihn hier drauf, das hier und da mal wieder Support bekommen hat und Chronomal, die hier rausgekommen sind. Madoshi Lesson of Overlay Region, Ninjutsu Art of Shadow Sealing, Sis Hunter als Rare, dann haben wir Heroic Challenger Sword Shield, Madoshi Burple, Chronomaly Pyramid Eye Tablet und Gear Accelerator. Jetzt haben wir ein bisschen nachgelassen, was gute Pulse angeht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ninjutsu Art of Shadow Sealing. Generation Force. Madoshi Lesson. Chronomaly Technology. Gear Mark II. Als Rare. Und dann haben wir Illusory Snatcher. Eine Karte, die, glaube ich, zwischendurch mal gehypt worden ist. Ich weiß nicht, wann das war. 2016, 17, 18 oder so. Als Monarchen interessant waren, weil man den hätte man theoretisch auch drin spielen können, weil er keinen Reprint hatte, weil der einfach teuer. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. So eine Einspielung, glaube ich, an Möbius und ich weiß gar nicht, was die andere Seite sein soll. Soll das Sarbox sein? Ich glaube, das ist was anderes, oder? Aber es ist sehr cool, das Artwork, muss ich sagen. Sehr nice. Heroic Chance, Heroic Challenger Spartan und Where Art Thou? Hier kommt sie her. Die Karte ist sehr, sehr cool. Sehr gut für einige Stufe 1 Decks. Um halt in ihre Plays reinzukommen. Oder in ihre FTKs, OTKs. Da sieht man sie ja eher. So. Ich glaube, das für den Fokus ist besser jetzt. Trance the Magic Swordsman, Madoshi Butlerusk, Galaxy Queen's Light, Photon Caesar, Chronomaly Crystal Skull. Ist eine gute Search-Karte für das Themendeck. Man kann sie abwerfen, um Chronomaly vom Deck oder der Hand hinzuzufügen. Sehr gut. Three of a Kind, Charioteer of Prophecy, Heroic Challenger Spartan und Chronomaly Golden Jet. Auch eine sehr gute Karte. Ist halt quasi wie Cyberdrache 3, kurz überlegen, 3, 4. Bei den Cyberdrachen kann man auch selbst in dem Cyberdrachen-Deck spielen, ist suchbar. Als Maschine Licht ist er genauso suchbar wie eigentlich der Cyberdrache 4 und ist dadurch, dass er Stufe 4 oder 5 ist, ohne dass er halt die Einschränkung hat, dass man in Maschine gelockt ist, die man für den Rest des Spiels, ich glaube Lichtmaschine sogar, in die man gelockt ist durch Cyberdrache 3, hat man das dort halt einfach nicht. Habe ich ja früher auch damals sehr gerne aufgespielt. Photon Caesar. Wir sind schon gleich durch die Hälfte durch und jetzt haben wir nicht mehr so viel bekommen. Block Golem, Heroic Challenger Warhammer, Cold Feet, Echo Mystical Spirit of the Forest als Rare. Und dann haben wir Damage Mage, Little Trooper, Chewbone und Compulsory Escape Device. Das war eine interessante Karte für. Ich habe mal ein Deck damals. Das hieß. Irgendwas mit Chain. So ein Anti-Meta-Chain-Deck, in dem man halt ganz viele Karten gespielt hat, die man unchainen konnte. Chainbeat, glaube ich, hieß das. Da hat man die gespielt, hat man Karten, die man unchainen konnte, gespielt. Sowas wie Übelschar Donnervogel hat man dort drin gespielt und Aufzieh-Kaninchen oder Hase, Aufzieh-Kaninchen. Und hat dann dauernd dann damit halt die gegnerischen Monster weggeschaffelt, ohne dass man selbst irgendwie davon betroffen war, weil sie sich im Resolve halt einfach verabschiedet haben. Chainbeat muss das gewesen sein, ja.
Das war auch schon, was war, 2013 gewesen? 2012? Heroic Retribution Sword. Midoshi Butler Rusk, Midoshi Chateau, Chronomaly Mayan Machine, Fairy King, Alvedich. Da haben wir den Klassiker, den gelangweiligsten Typen ever. Bevor Erebus noch gelangweilt war, war er noch gelangweilter als vorher. Ah. Und dann haben wir Little Trooper, Chronomaly Golden Jet, Stonehenge Methods und Where Art Thou. Letztes Pack auf der rechten Seite. Komm schon, was ist das denn? Es ging gut los und jetzt stark abgebaut. Gefällt mir nicht. Aber wenn wir jetzt nur eine Ghost ziehen, die hier raus hätte, dann haben die Army Packs mich aber echt lieb. Midoshi Butlerusk, Impenetrable Attack, Trans the Magic Swordsman, Turnabout, Soul Drainer, sehr gute Rare. Ist auch relativ schnell damals, als Heavy Storm, glaube ich, gebannt worden ist. Sind ja so viele Traps runtergegangen auf 1. Ich glaube, die ist dann, glaube ich, einen Tick später noch dazugekommen. Wundert mich, dass die immer noch auf 1 ist. Eine gute Antikarte und wir haben so viel Spell Trap Removal. Come on. Und, Swordbreaker als Super Rare. Den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das ist ein Stufe 6er. Wow, er kann Monster mit dem gleichen Typ zerstören und kann seinen Typ ändern. Okay. Finde ich interessant. Ich ziehe bisher Super Rares, die ich so bisher zum Teil gar nicht habe. Sehr cool. Sehr cooler Pull. Legen wir gleich mal hier mit raus. Amoris of Prophecy, Noble Arms, Gelatin und Three of a Kind. Aber es sind halt bisher 3 Supers und eine Ultra. Also hier fehlt noch einiges. Die linke Seite hält es dann für uns bereit. Trans the Magic Swordsman. Midoshi Butlerusk, Galaxy Queen's Light, Photon Caesar, Chronomaly Crystal Bones. Der ist, glaube ich, auch ganz gut. Den kann man, glaube ich, specialen wie ein Cyber Dragon. Und da kann man, glaube ich, noch aus dem Grave was specialen, genau. Oder von der Hand. Das ist ein sehr gute Karte. Ich habe das Deck mal so ein bisschen gebaut damals, deswegen. Und ich finde das eigentlich sehr cool. Leider fehlt da noch einiges, damit das Deck ein bisschen besser wird. Damage Mage, Chronomaly Pyramid Eye Tablet, Gagaga Rush und Three of a Kind. Im Gegensatz dazu hat ja, ich glaube, Heraldric sind ja auch hier drin. Heraldic Beasts. Ich weiß gar nicht, ob sich hier in Premiere gefeiert haben. Ich glaube, ja. Die haben ja noch so ein bisschen Support hier und da nach einer Zeit bekommen. Chronomal war eher so eher dürftig, was da an Support gekommen ist. Ich glaube, in beiden haben in World Superstars noch Support gekriegt, aber der Support für Chronomal, der war zwar cool, aber der kam halt ja, so spät mit der Nebra-Scheibe und so. Das war dann damals schon irrelevant, dass es zu uns kam. In Japan war es halt Meta-Deck, aber bei uns war es vollkommen irrelevant. Block Golem, Strength of Prophecy, Generation Force, Heroic Retribution Sword, Chronomaly Crystal Skull, als Rare sind auch immer sehr gut. Und Soul of Silver Mountain. Was ist denn los? Nur Super Rares. Das ist eine interessante Erde-Support-Karte. So ein bisschen Extender-mäßig kann man den spielen, wenn man möchte. Aber ja. Wow. Wie ihr seht natürlich, das Ganze hier getämt, so ein bisschen erdemäßig, ganz viel Erde-Support. Das war halt so ein bisschen der Sinn und Zweck von Return of the Duelist. Ist auch jetzt das, wenn ich jetzt richtig im Sinn ist, ist das letzte Set Return of the Duelist, was Duelist im Namen hat und mitten in der Serie rausgekommen ist und nicht das Starter-Set eines Yu-Gi-Oh! Animes ist. Sie haben ja das dann irgendwann geändert gehabt, nämlich mit Arc 5, dass halt einfach alle Farben durchgehen und das Duelist ist halt immer im normalen Grün drin. Und das war das letzte Set, was das noch so gemacht hatte. Was ein bisschen schade ist. Chronomaly Pyramid Eye Tablet, Charity of Prophecy und Three of a Kind. Für alle, die da das verpasst haben, können gerne nochmal unser bestes Opening oder unser Random Pack Nummer 100 abchecken. Da haben wir ordentlich ins Detail gegangen, was alles geändert worden ist. Und dazu so. Turnabout, Photon Caesar, Ninjutsu Art of Shadow Sealing, Uniflora Mystical Beast of the Forest, Midoshi Chevalier als Rare, Compulsory Escape Device, Spellbook of Power, Atlantean Attack Squad und Chewbone. Der Kauknochen. Yum, yum, yum. Galaxy Queen's Light, Xyz Soul, Chronomaly Mayan Machine, Overlay Region, Spellbook of Wisdom als Rare, sehr cool. Generische Karte, theoretisch kann man die in schön vielen Spellcaster-Decks spielen. Und, oh yeah, Ultimate Rare, amerikanische Ultimate Rare, Prophecy Destroyer, guckt ihn euch an. Gott, sieht der sick aus. Ich habe total vergessen, dass es den Ulti gibt. Das ist natürlich schade, dass es eine US-amerikanische ist. Da fühlt ihr einfach nichts drüber. Da ist überhaupt keine richtige Prägung. Eine
Europäisch ist da viel, viel cooler. Wow. Sieht trotzdem cool aus. Sehen europäisch halt noch besser aus. Schön angelehnt das Artwork an Magic the Gathering, so vom Artwork. Finde ich sehr cool. Würde ich gerne mehr öfters solche Artworks wünschen in Yu-Gi-Oh! Sehr cool. Und wow, Ultimate Rare. Nice. Jetzt legen wir los. Jetzt legen wir langsam los. Es wird immer noch eine Ultra und eine Secret. Also, die sind noch to go. Sehr nice. Mit Doshi Walls, Atlantean Attack Squad und Heroic Challenger. Sword Shield. Man sieht es richtig, wie dunkel das Ding ist hier. Also, das sieht gar nicht mal so aus wie so eine normale Ulti, so die wir bei uns halt kennen. So, wir haben hier oben. Madoshi, Butlerusk, Impenetrable Attack, Trance the Magic Swordsman, Turnabout, Mahanda als Rare, Madoshi, Magiline als Super Rare. Wow, das war eine lange Zeit eine sehr teure Super Rare. Ich glaube, wann wurde die reprinted? Die wurde erst doch letztens. War das in Battles of Legend, Armageddon? Ich glaube, noch weiter vorher wurde sie reprinted. Hat ja endlich dann irgendwo einen Reprint gekriegt, den sie unbedingt gebraucht hatte. Sehr teuer. Theoretisch sogar eine Karte gewesen, die damals zum Teil halt in Generic Decks gespielt worden sind, die irgendwie Anti-Meta-Karten gespielt haben. Und sie war halt eine generische Karte, die sich selbst suchen kann, einfach und sich selbst ersetzen konnte. Man konnte einfach reißende Tribut setzen, sie normal beschwören, Effekt, such sie selbst. Und wenn dann halt der Gegner was beschworen hat, reißende Tribut, dann konnte man wieder die man sich gesucht hat, normal beschwören. Dann konnte man einfach immer so weitersuchen. Sehr cool, das ist schon unsere fünfte Super Rare. Ich glaube, wir werden gleich eine Ultra oder eine Secret weniger haben. Ich habe schon wieder so richtig das Gefühl hier. Lucky Punch, Charity of the Prophecy und Stonehenge Methods. Es sei denn, wir ziehen gar keine Secret und gar keine Ultra, aber dafür eine Ghost. Da bin ich natürlich immer mit dabei. Da sage ich nicht nein. Oh. Madoshi Mewfuel. Galaxy Queen's Light, Chromaly Technology, Madoshi Lesson, Fairy King, auch Vodich, also Rare und richtig geiles Secret gleich hinterher, Miracle Contact, schade, dass sie Reprint gekriegt hat in Battles of Legend, Light's Revenge, glaube ich, in Ultra Rare, eine sehr coole Karte für Neos-Fans und hier halt immer noch, glaube ich, in der höchsten Rarität gedruckt, mittlerweile, glaube ich, sogar schon zwei Reprints bekommen. Damals sehr teuer gewesen, bevor sie überhaupt den ersten Reprint bekommen hat, weil halt viele Anime-Fans die Karte haben wollten und die gab es halt dann nur in Secret hier aus dem Set. Sehr cool. In Secret Army First natürlich. Okay, wir haben noch eine Menge to go. Ist der Rest jetzt leer oder kommt noch eine Ultra? Mit Doshi, Apple, Damage Mage und Heroic Chance. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist jetzt das mit dem Fokus besser geworden, nachdem ich die Magic getan habe hier in der Kamera? Ich glaube ja. Wie gesagt, wir arbeiten uns da ein. Heroic Challenger, Warhammer, Strength of Prophecy, Light Ray Mador, Madoshi Chateau, CW Phoenix Bow als Rare. Oh Mann! Prophecy Destroyer nochmal als Ultra Rare. yeah, krass. Ich kann euch mal jetzt den Vergleich geben hier zwischen Ultra und Ulti. Sehr dunkel, beide, muss ich sagen. Im Verhältnis zu unseren. Ich glaube, ich habe gar keinen normalen Ultra Rare von denen. Wenn, dann habe ich den nur in Secret Rare aus der Tin. Der hat ja nochmal einen Secret Rare Reprint als in der Tin bekommen. Gott. So viele Prophecy Destroyer. Wow, wir haben jetzt. Warte mal. Wir haben jetzt 9 Holos raus. Sehr guter Schnitt. Sehr, sehr guter Schnitt. Mit Doshi Apple, Grumpy Pyramid Eye Tablet und Gigi Accelerator. Wow. Wow. Sehr geil. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt den Schnitt durch. Also, jetzt sollte eigentlich nichts mehr kommen. Wir haben schon 5. Super Rares, 2 Ultras, eine Secret, eine Ulti, da kann doch nichts mehr sein. Und wir haben noch wie viele Packs? Wir haben noch 5 Packs. Puh, das ist ein richtig gutes Display, schon wieder. Wir haben richtig gut mit den Ami-Displays, ey. Richtig gut. Overlay Region. Light Ray Mador, Trance the Magic Swordsman, Xyz Soul, Heroic Challenger, Double Lance als Rare, Where Art Thou? Heroic Challenger Spartan, Madoshi Walls und Goblin Marauding Squad. Ich glaube, das ist eine Shortprintchen im Set. Sehr schön. Das hat sich gelohnt, dass wir dieses Set schön im Hintergrund so langsam ein bisschen haben, ne, reifen lassen. So die Secrets und die Ultis sind so rangereift, sodass auch dann die guten Pulls dann für uns rankommen. Ich weiß gar nicht, wie lange das da jetzt drin lag hinten. Einige Monate. Chronomaly Technology, Madoshi Lesson, Overlay Region, Ninjutsu Art of Shadow Sealing, Chronomaly Colossal Head als Rare, Charioteer of Prophecy, Heroic Challenger Spartan, Chronomaly Golden Jet und Heroic Challenger Sword Shield. Wir hatten ja einen guten Anfang, dann war es erstmal ein bisschen trübe Nuss und jetzt wird es dann wieder richtig schöner Genuss. Und mal gucken, wie es jetzt zum Schluss wird, ob da jetzt uns nochmal eine Überraschung erwartet.
Vielleicht eine der sehr, sehr seltenen Doppel-Secrets. Obwohl die Verteilung 1 zu 24 war, gab es ganz, ganz selten doch mal zwei Secrets in einem Set. War aber sehr, sehr selten. Komm, Ghost, komm, Ghost. Madoshi Butler Rusk, Madoshi Chateau, Chronomaly Mayan Machine, Impenetrable Attack. Solltet ihr das so halten, so könnt ihr es nicht lesen, weil es voll weit runter geht. Madoshi T-Break, deren Counter-Trap, die so ist als Rare. Gigi Accelerator, Little Trooper, Chronomaly Golden Jet und Stonehenge Methods. Vorletztes Pack. Madoshi Lesson, Heroic Challenger Warhammer, 3000 Needles, Chronomaly Moai, Gigiano Mark II als Rare. Dann haben wir Gagaga Rush, Noble Arm Skeleton, Catapult Zone und Amoris of Prophecy. Ich bin gespannt, also das Set hält uns wirklich hier in Spannung. Jetzt echt wirklich vier Packs ohne irgendeine Holo. Mal sehen, ob das letzte Pack doch noch eine Überraschung hinzuhält und wir 10 Holos aus einem Display kriegen. Das ist schon richtig gönnung. Richtig selten für so ein Set. Generation Force. Madoshi Lesson. Chronomaly Technology. Madoshi Mewfuel. Paar Hunter als Rare. Und dann haben wir dahinter Heroic Chance, Heroic Challenger Spartan, Where Art Thou und Gagaga Rush. Ich würde sagen, ich räume kurz auf und dann sehen wir uns zum Recap wieder. Bis gleich. Dann kommen wir erstmal zu den Shortprints. Da haben wir zweimal Lucky Punch, Konami. Damals gab es immer nur eine pro Display. Pro Shortprint. Nicht zwei. Was habt ihr denn da schon angestellt? Eine Cold Feet, eine Goblin Marauding Squad und eine 3000 Needles. Dann bei den Rares haben wir Dust Knight, Revival Golem, Echo, Mythical Spirit of the Forest, Imairuka, Heroic Challenger Double Lance, ZW Phoenix Bow, INGG Arsenal, zweimal den Mark II, einmal den Chevalier, einmal die Cishunder, zweimal die Mahunder und einmal den Paarhunder, ein Colossal Head, einen Bones und zweimal den Crystal Skull, was sehr schön ist, eine Soul Drain, eine T-Break, eine Spellbook Library of the Crescent, ein Spellbook of Wisdom und zweimal den gelangweiligsten Typen der Erde, Fairy King Alvedich. Dann bei den Holos haben wir überproportional gezogen, muss ich sagen. 9 Holos ist sehr, sehr cool. Schauen wir uns einmal an, was wir bei den Super Rares haben. Da haben wir einmal die Madolche Magellin, Soul of Silver Mountain, Swordbreaker, Illusory Snatcher und Rebound. Dann, bei den Ultra Rares haben wir einen Silver Sentinel und einen Prophecy Destroyer. Bei den Ultis haben wir auch einen Prophecy Destroyer. Sehr cool. Und bei den Secret Rares ein Miracle Contact. Ich muss sagen, sehr cooles Display. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, für die Leute aus dem Jahr 2012, die gerade das Display damals gekauft haben und das hier gezogen hätten, wären die schon ziemlich enttäuscht gewesen, weil da eigentlich quasi keine Money-Karte drin war. Vielleicht die Magellin war so noch das Beste als Super Rare. Und der Rest war relativ ungefragt gewesen. Deswegen, zum Glück sind wir ja nicht im Jahr 2012, sondern schon, hey, 2021, das muss man nur die 2 in 1 wechseln, dann sind wir auch bei 2012. Koinzidenz. Wir sind zum Glück in 2021, nicht mehr 2012. Und für mich sind die Pulse sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Finde ich schön, dass wir überproportional gezogen haben zu einem normalen Display. Ich hoffe, euch hat soweit auch dieses Opening gefallen. Was verbindet ihr mit Return of the Duelist? Habt ihr es damals auch aufgemacht zu der damaligen Zeit, als es aktuell war? Oder seid ihr auch eher so Leute wie ich, die das jetzt im Nachhinein aufmachen, weil sie halt doof waren und zu der damaligen Zeit nicht einfach ein Display auf sich gekauft hatten für deutlich günstiger, als was sie für heute ausgeben mussten? Ja, das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.